Hallo, in diesem Video schauen wir uns noch was an aus damaliger Zeit, und zwar dieses Mal einen Privileg 812M Tischrechner. Das ist ein netzbetriebener Tischrechner aus den 80er Jahren, japanisch. Und zwar die Firma Privileg hat nichts selber hergestellt, sondern die Geräte eingekauft und dann den Namen draufgeklebt. Vom Design und von der Tastatur besonders ähnelt dieser Rechner einem japanischen Superelektron. Und daher gehe ich also davon aus, dass das Japan ist. Unten haben wir das Etikett, Quelle International, Elektronikrechner 220 Volt. Ja, also Netzspannung halt. Dann machen wir das Ding an und geben die Zahl ein. Und ja, obwohl das Display so breit ist, stellen wir fest, dass dieser Rechner nur 8 Stellen hat. Und auch von dem Funktionsumfang gehe ich davon aus, dass das ein Schülerrechner ist, vielleicht so eine preisgünstigere Version mit weniger Funktionen, aber macht, was sie soll. Dieser Rechner hat eine Pi-Funktion, also die Pi-Zahl. Es werden natürlich 7 Nachkommastellen abgebildet, aber wie viel das genau sind, weiß ich nicht. Dann hat der Rechner eine Wurzelfunktion zum Beispiel und so weiter, bis es 1 wird. Und 4 Grundrechenarten: teilen, multiplizieren, addieren und subtrahieren. Und das ist die Summe, Prozent rechnen. Zum Beispiel, wir haben da einen Preis. Und davon brauchen wir dann 27%. Dann geben wir die Zahl ein, mal 27 und dann Prozent. Und dann haben wir, ja gut, dann haben wir Prozent. Haben wir Prozent. Dann probieren wir eine Wurzel aus dem Pi zu ziehen. Die Wurzel zweiter Potenz, dritter, vierter, fünfter und so weiter. Ja, dann haben wir noch Memory-Funktionen, aber sie werden nicht so häufig benutzt. So, jetzt übrigens das Display im Rechner ist so eine, naja, ein Röhrendisplay, also keine LEDs, wie es dann später der Fall war. Gut, dann können wir den Rechner ausmachen und tschüss.